Ende Februar startet die Starmania Tour. Der Sieger Oliver Wimmer sowie Maria, Silvia, Andreas, Christian, Milena, Richard, Evelyn und als Special Guest Erik Papilaya werden mit auf die Reise gehen. Also ein herzliches Willkommen im Namen des ORF hier zur Pressekonferenz von Starmania im Rahmen der Starmania Siegertour und der Siegersingle Blown Away vom Sieger des Jahres Oliver Wimmer. Wie stehst du ehrlichen Herzens zu der Songauswahl und zu dem Song? Was sagst du zu dem? Es ist auf jeden Fall ein Übergang jetzt zu dem, was ich dann machen will nachher. Also es legt quasi die Schiene. Es ist zwar balladig, aber es ist nicht jetzt eine Überballade, diese riesengroßen Balladen, sondern es ist einfach auch eine Rockballade und darüber bin ich sehr froh, dass ich das machen konnte. So gesehen, es ist auf jeden Fall sehr wichtig jetzt, dass man auch in dem, zu dem Zeitpunkt vorher schon einfach genau weiß, was man will und das auch versucht durchzusetzen, so gut es halt geht. Und abgesehen von der Musik verspricht die Tour auch sehr interessant zu werden. Während der Sendung steht man sehr unter Druck. Es ist ja nicht kein Kindergeburtstagsarmenia, es geht ja um sehr viel. Und auf der Tour ist es einfach dann nochmal wirklich, ja, halt Rock'n'Roll, sehr viel Spaß. Man ist auf Tour, der ganze Druck ist weg, man hat viel Sex. Also es ist ja Rock'n'Roll, es geht halt zu, keine Frage. Und wie sieht es jetzt wirklich aus mit dem wilden Sexleben der Starmaniacs? Weil wir schon als Pärchen da reingegangen sind, hat man gemerkt, dass schon nicht wirklich zudringliche Leute da waren, weil die alle gewusst haben, irgendwie, ja, die sind vergeben und da probiere ich es gar nicht erst. Also ist zumindest mir so vorkommen. Ich meine, ein bisschen feiern gehört hin und wieder auch dazu. Das braucht man keinem sagen. Das machen die, das passiert die besten Leute, dass man hin und wieder einmal ein Glasl trinkt. Und ich glaube, das braucht man auch nicht verheimlichen, aber man muss auf alle Fälle aufpassen, dass man on top bleibt und nicht abstinkt, einfach schlicht und ergreifend. Ja, also jetzt hat er schon alles gesagt. Ich sag halt einfach nur, was du vergessen hast. Sex, Drugs und Rock'n'Roll gehört natürlich dazu. Ich muss dazu sagen, diejenigen, die sich unsere Tourtermine anschauen, die werden dann mitbekommen, dass da zwar sicher angestoßen wird, aber dass wir uns irgendwelche Exzesse oder so sicher nicht erlauben können, weil so eine Tour ist wahnsinnig anstrengend. Man ist die ganze Zeit unterwegs, sitzt die ganze Zeit im Bus, manchmal 7-8 Stunden und muss dann natürlich am Abend wieder seine Leistung bringen und eine geile Show auf die Bühne stellen und das auch ein paar Tage hintereinander. Also sehr viel werden wir uns dann nicht erlauben können. Ein überraschendes Outing gibt es auch noch. Ich bin seit Beginn der Starmania-Staffel verliebt in die Maria. Und wir haben uns noch nicht geoutet, aber na, du stehst der am Fahndler, hörst du? Es ist ja nicht so schlimm, oder? Oliver bekommt schon einen kleinen Vorgeschmack auf die Tour. Autogramme wird er in den nächsten Wochen noch einige schreiben müssen.